Nächste Haltestelle, Supercity, erste Siedler. Holzviertel. Hier, wo die Holzarbeit stattfindet. Und hier fahren viel zu viele Autos mit Sirenen rum. Das nervt schon richtig. Ich kann das an dem Spiel nicht ab, dass so viele Feuerwehrautos, Krankenwagen und sonst wie rumfahren. Die machen so ein bisschen die Geräuschatmosphäre der Stadt einfach ein bisschen kaputt, finde ich. Aber gut. Narzissenviertel, hier wird gebaut. Und hier fehlen Arbeiter. Was macht man gegen Arbeitermangel? Wohngebiete. Dran sitzen. So, wir haben doch jetzt einen Nahverkehr, ne? Genau, darum kümmern wir uns jetzt, Nahverkehr bauen. Und zwar werden wir jetzt unsere ersten Buslinie ansetzen. Den bauen wir hier an der Hauptstraße. Dann die lange Straße hier. So, wir bauen jetzt hier eine Linie unter anderem. Ich glaube, ich baue erstmal das Wohngebiet hier hinten aus. Ja, mache ich auch. So, zack. Bisschen hier ausbauen, das Gebiet. Und jetzt ist leider die Verbindung hier weg. Zack, zack. Da haben sie alle ein Stromproblem, kriegen sie aber gleich wieder den Strom. War nur kurzzeitig. So, schön. Wasserverbindung, Wasser haben sie. Bis auf hier diesen Fleck, der kriegt auch nochmal Wasser. Bisschen hier noch bauen, damit auch alle Wasser haben. Haben wir da Wohngebiet schon rangesetzt, haben wir. Das wird gleich bebaut. Sehr, sehr schön. In der Zeit können wir schon mal die Buslinien bauen, was ich gerade machen wollte. Wichtig ist natürlich eine Buslinie von den Wohnungen zu den Arbeitsstätten. Da fangen wir hier hinten an. Hier hinten eine Linie, die die Leute zur Arbeit bringt. Da können sie halten. Hier können sie einsteigen. Dann fahren sie hier hinten einmal rum und können sie hier. So, ich weiß immer nicht ganz genau, wie viele Stationen man bauen sollte, solange die, bis die Bahnlinie nicht mehr besonders effektiv ist. Aber so, finde ich hier und hier. Dann bauen wir eine zweite Linie, die hier hinten das mit Arbeitern versorgt, denn die haben ja auch Arbeitsprobleme hier hinten oder Leute, Probleme Arbeiter zu finden. Fangen wir wieder hier hinten an, würde ich sagen. Oder wir bauen das Ganze andersrum, das wäre auch sinnvoll, dass wir hier auf der anderen Seite diesmal die Haltestellen bauen für die andere Linie. So, hinten an der Ecke noch eine, dann dürfen sie hier rumfahren, fahren sie hinten, wird gehalten, hier, dann hier an der Ecke, hier an der Ecke, hier bitte einmal, hier am Kreise nochmal, hinten ist auch noch Wohngebiet, deswegen sage ich doch hier, dann können sie hier zu den anderen Stationen anfahren. Dann fahren sie hier dieselbe Station erstmal an. Können dann. Und. Ach, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich es doof gebaut. Egal, bauen wir es so. Dann müssen sie einmal die Straße komisch fahren. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu umständlich für die Busse und nicht zu lang der Weg. Ist natürlich nicht wieder nicht perfekt gebaut, so wie ich es eigentlich haben wollte. Wir bauen auch eine Verbindung von hier. Nach hier. Rüber ins Industriegebiet. Zack. 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 Eigentlich auch Quatsch, weil dann könnten wir eigentlich auch. Ne, die nehmen wir wieder weg. Punkt. Dann nehmen wir hier wieder. Bauen wir hier wieder an. Können sie hier einsteigen. Das ist jetzt die neue Industrielinie für die Leute, die zur ins Industriegebiet müssen zur Arbeit. Ja. Dann bauen wir hier noch eine Stadtlinie. Ich versuche mal so mehrere Linien zu bauen, dass die auch umsteigen können. Dass alles besetzt ist, dass die auch umsteigen können, bauen wir hier noch eine Stadtlinie, die sozusagen einmal durch die Stadt führt. Dann hier. Ich hoffe, ich brauche wirklich keine zu langen Linien. Wenn, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Das ist eine der wenigen Sachen. Ich habe das City Skylines schon sehr lange vorher gespielt. Aber weiß ich nicht ganz genau, wie lange es effektiv ist, eine Buslinie zu bauen und wann es einfach sinnlos ist. Und wann sie den Bus lieber nicht nehmen. In der Realität natürlich, so eine Linie geht durchaus, denke ich. Aber im Spiel weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie es ist. So, dann baue ich hier noch eine extra Linie. Das sind so ein bisschen die. So, können wir hier eigentlich noch eine Linie bauen, die ja so ein bisschen die äußeren Gebiete hier abdeckt. So. Da.
fahren sie hier rein. Fahren sie da hinten hin. Was hat er jetzt gemacht? Nein. Zurück. So. Zack. 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 Na, Quatsch. Wieder verbaut. Zack. Hier hin. Zack. Setze mich hier an die gleichen Stellen hier ran. Damit zumindest ein paar gleiche Bushaltestellen haben. Ach, Quatsch. So, hier. Und dann dürfen sie wieder nach da. Was habe ich noch nicht abgedeckt? Das Wohngebiet hier hinten wird noch abgedeckt. Die könnte mich sagen, auch auf die anderen Linien dann umsteigen, sage ich mal. So, in die Richtung bauen wir das diesmal. Ich baue das immer so gegenüber, dass die sozusagen umsteigen können, wenn sie nicht die Buslinie benutzen wollen oder dann weiterfahren müssen. So. 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 Dann ist das Viertel auch versorgt mit einer Buslinie. Dann können wir hier ein bisschen das Gewerbegebiet noch versorgen, würde ich sagen. So. 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 Ja, müsste funktionieren. Hier haben wir noch, an der Schule wäre sinnvoll, noch eine Linie aufzubauen. Dann baue ich hier innen noch eine Linie auf. Und wir haben Wasserprobleme, darum werde ich mich gleich kümmern. Ohne Momento. Also eins. Zwei. Drei. Vier. Na Quatsch. Nett. Nett. Ach, das ist ja so eine Einbahnstraße hier, stimmt. Dann bauen wir hier erstmal trotzdem weiter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, und jetzt ums Wasserproblem gekümmert, denn die scheinen hier echt kein Wasser mehr zu haben. Denn das hat keinen Strom mehr da hinten. Okay, wieder Stromprobleme. Die Stadt wächst zu schnell. Noch ein Kraftwerk. Echt? Noch eins? Bauen wir noch eins. So. Einnahmen, Ausgaben, passt alles. Soweit. Sieht doch gut aus. Gucken wir mal, was noch so wächst. Hier hinten haben sie Arbeitsleute Probleme. Habe ich da nicht gerade eine Buslinie hingebaut? Ich dachte, ich hätte da eine hingebaut. Habe ich auch. Ich dachte, die kommen da auch hin. Hier hinten ist ein Taxi. Das könnten wir auch mal ausprobieren. Ein Taxi-Depot. Aber später. Bei Taxis ist, glaube ich, auch eher für Touristen gedacht und nicht so für die Arbeiter. Dann werde ich nochmal eine Linie für Arbeiterlinie bauen. Da hinten das versorgt. So, zack. Der wirklich für die Wohnungen hier. Aber das ist jetzt nicht zu weit hinten. Ich probiere es einfach so ein bisschen, dass ich so ein bisschen die Leute hier rauskriege. Zack. 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 Können Sie hier nochmal an der Haltestelle halten und hier weiterfahren. So. Dass die Busse auch in Richtung Dings fahren. So. Das versmockte Industriegebiet auf dem Hügel hier. Ein bisschen mehr auf dem Hügel liegt. Ist natürlich nicht so schön, finde ich jetzt, so ein Industriegebiet auf dem Hügel. So. Das ist natürlich alles, weil das hier so hoch ist und dann geht das so weiter. Deswegen ist das im Gebiet so hoch, die Straße. Aber vielleicht lasse ich das auch. Vielleicht ist das auch ganz sinnvoll, dass die Autos einfach nicht auf der Autobahn nicht diesen Höhenunterschied haben. Und hier ist Stau. Wie wir schon sehen. Der Kreisel wird doch deutlich benutzt jetzt. Wir sehen, so langsam ist der kleine Kreisel. Aber es geht alles noch, sage ich mal. Reicht noch aus. Kann man noch benutzen.
So, hier sehen wir unsere kleine Stadt. Ich mag es ja immer wieder in die Städte rein zu zoomen. Ich habe jetzt allerdings vergessen, den Mod mit den, dass man mal rumlaufen kann, anzumachen. Ich hoffe, ich denke, nächste Folge noch, dann können wir auch nochmal in der Stadt rumlaufen. Aber noch ist ja auch noch nicht so viel zum Sehen da. Die Stadt sieht ganz nett aus. Aber sowas Besonderes. Sie ist so eine typisch kleine, quadratische Altstadt bisher. Die wirklich schöneren Gebiete kommen später. Sag ich mal, da werde ich mich später drum kümmern. Aber nicht jetzt. Ich möchte jetzt erstmal relativ schnell die Stadt ein bisschen hochbauen. Und wir sehen Wohngebiet-Nachfrage en masse. Bauen wir das Wohngebiet hier hinten einfach aus, würde ich sagen. Und bauen hier einen Weg durch. Erstmal nur quadratisch praktisch gut. Und ich habe irgendwie das Bedürfnis, gerade wieder so ein bisschen krumm und schräg zu bauen. Mache ich auch gleich wieder. Ein bisschen was auszuprobieren, ein bisschen schöner die Gebiete zu bauen. Das hier ist auch ein sehr untypisches City Skylines. Das geht, was ich hier mache, allerdings nur mit kleinen Gebieten. Ich kann dieses Prinzip von wegen, ich baue diese Kästchen-Prinzip, nicht bauen, wenn ich große Gebiete baue. Und ich überlege auch schon, ob ich hier jetzt langsam schon mal eine Abfahrt für die Autobahn baue, dass die Leute von hier aus nicht alle über die Verbindung leiten müssen. Allerdings die Autobahn so hoch, dass das ein bisschen komisch aussehen würde. So, Wohngebiet und Gewerbe wollten sie auch. So. Wird ja ordentlich nachgefragt hier Wohn- und Gewerbe. Aber natürlich braucht das, wenn es so mehr ist Gewerbegebiet, auch so mehr Industrie, damit die auch was das herstellen, was das Gewerbegebiet benötigt. Hier sehen wir, hier werden die Gebäude verlassen, wahrscheinlich weil hier wirklich keine Arbeiter hin wollen. Dann werde ich hier wirklich ein Arbeitergebiet ransetzen. Direkt daneben ein kleines Bauerndorf. Oh, weil ich habe Bock hier so ein kleines verschlafenes Dörfchen reinzubauen. Ich weiß nicht, ob das aussieht, aber ich probiere es einfach mal. So ein kleineres Dörfchen. Dass die Straße hier so ein bisschen weitergeht und so ein bisschen verschlungener wird und dann so ein bisschen weit reinführt, so ein kleines Dörfchen hier ist. Machen wir es mal. Ich glaube, da hätte ich jetzt, das sieht, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. Vielleicht können wir auch gucken, wo können wir denn weitere Gebiet freischalten. Hier unten könnten wir auch ein Gebiet, hier können wir gar kein Gebiet mehr freischalten, sehe ich gerade. Hier könnten wir auch wirklich noch ein Gebiet freischalten, hier hinter. Dass wir so ein bisschen die Hinterverbindung haben. Ich wollte ja eigentlich in die Richtung weitergehen, jetzt bauen wir aber erstmal hier, denke ich, das Gebiet aus. So, jetzt will ich nämlich hier hinten so ein bisschen schöner bauen. Ich probiere mal so ein bisschen was. Einfach mal so ein bisschen so eine kleine Straße durch den Wald mit ein paar Kurven. Das sieht, glaube ich, ganz nett aus. Dann gibt es hier so gleich so eine kleine... Na, das sieht mir alles zu krumm aus. Es muss ein bisschen gerade auch sein, damit die Kurve so ein bisschen besser aussieht. So, dann haben wir hier eine kleine Verbindung dran, wo man dann auch rausfahren kann. Hier. Dann würde ich würde ja gerne so einen Wendehammer oder sowas haben. Kreise ist mir zu groß. Dass wir vielleicht wirklich so ein Wohngebiet hier ransetzen. Das sieht mir auch nicht so schön aus. Ich möchte hier so ein bisschen was, so ein bisschen Kurven bauen. Geschäftige Kleinstadt haben wir erreicht. Einzigartige Tourismus können wir jetzt bauen und Autobahnen und alles Mögliche sind jetzt möglich an Straßen. Und Fahrradwegen, Straßen mit Fahrradwegen können wir jetzt bauen. So, mit Bäumen. Ich glaube, das baue ich hier. Aber nee, ich weiß nicht, ob das aussieht, wenn wir hier mit Bäumen ransetzen. Schauen wir mal. Ich mache das einfach mal. Ja, aber es sieht ein bisschen komisch aus, weil die Bäume hier da schon, weil das so Laubbäume sind und das sind dann so Nadelbäume mit Fahrradwegen haben wir hier. Mit Gras sehe, glaube ich, ganz cool aus. Oder? Nee, ich glaube, ich lasse die klassische Straße. Sieht am besten aus, finde ich. So. Haben wir. Gibt es hier keine Landstraße so eher? Dass man eher so Landstraße hat? Zweispurige Einbahnstraße? Nee, gibt es leider nicht. Finde ich ein bisschen schade, dass es keine Landstraße gibt. Aber es ist ja auch City Skylines und nicht. Wir bauen Bad Tannenberg im Schwarzwald. Dafür ist das Spiel, glaube ich, nicht ausgelegt. Deswegen hat auch jede Straße Laterne, falls ich ein bisschen schade finde, dass man so ein bisschen nicht mehr so bauen kann. Aber es finde ich ganz schön, dass man hier so ein bisschen krummere Wege hat. So ein bisschen hier schrägere Wege baut. Was natürlich das Gebiet nicht so ausnutzt, aber das möchte ich in dem Gebiet auch gar nicht. Ich möchte, dass der Wald ein bisschen Wald bleibt, dass hier ein paar einzelne Häuser stehen. Und vielleicht baue ich dann nicht die ganzen Gebiete zu Häusern aus.
sondern einfach so ein paar Häuser hier stehen hat zwischendurch, dass es ganz cool aussieht. Hier soll nicht alles voller Wohngebiet hier drin. Hier soll man ab und zu mal ein Haus sehen, wo man das gebaut wurde. So. Dann hat man vielleicht hier noch ein paar Geschäfte. Und dass es dann so ein bisschen ländlicher wird. Wie gesagt, ich möchte so ein bisschen auch... Es soll nicht immer alles um praktisch sein. Das ist jetzt vielleicht nicht so praktisch und vielleicht auch sinnlos Geld ausgegeben. Aber ich finde auch manchmal ein bisschen schön muss es auch sein. Und hier hinten sieht man schon nicht. Trotzdem sind hier so Schlote. Hier sind die... Das Holzindustrie steht hier und hier kann man eben sich der ein oder andere im Wald hier ein Haus bauen. Was natürlich doof ist, weil man hier keine, weil man hier eine extra eine Krankenversicherung braucht und Krankenwagen und so. Vielleicht nicht so effektiv. Aber gut. Wie gesagt, manchmal möchte ich es aber trotzdem ein bisschen schöner haben. Und dann baue ich das so einen kleinen im Wald hier. Und dann bauen wir noch eine kleine Schule, würde ich sagen. Hier an der Straße. Das ist ganz auch mit Schulgebiet abgedeckt. Dann können die hier auch bauen. Ist natürlich jetzt nicht so wirklich, ich wiederhole mich gerne, aber das ist jetzt nicht wirklich effektiv, weil ich mag das eigentlich. Hier im Wald, eine Klinik im Wald. Hier so ein paar Häuser mitten im Tannenwald. Ach, da hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Auf dem Hügel. Und die haben keinen Strom. Dann müssen wir noch Leitungen legen. Aber das finde ich unschön, wenn wir jetzt hier Leitungen legen müssen. Können wir nicht hier so ein Gebiet ranbauen, dass wir hier anfangen, in die Nähe zu bauen, dass das reicht zum Übertragen? Hoffen wir mal, dass wir gleich anfangen, da zu bauen. Das fände ich schöner, ehrlich gesagt, das so zu machen.